Kamerakind Benjamin, die erste. Also was macht Latsch aus? Latsch ist von den Trails der Knaller. Das Wetter ist super, die Trails sind steinig, geröllig, anspruchsvoll. Du hast ein super Panorama. Du kannst morgens und abends zweimal mit der Gondel hochfahren. Hast dann ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, um runter zu knallen. Und dann siehst du schon, wenn du das Tal reinfährst, rechts hast du halt einen schneebedeckten Hang, wo du so 20, 30 cm Schnee hast. Links, staubtrocken, Sonnenseite. Das Witzige ist, du kommst halt oben mit der Gondel, kommst du an, dann gehst du aus der Gondel raus, biegst links, musst du durch eine Haustür mit dem Rad durch und dahinter fängt direkt der Trail an. Das war echt, war ein cooles Erlebnis, war eine feine Sache und hatten auf jeden Fall alle ein Grinsen im Gesicht. Ich bin der Benny und arbeite im Marketing. Bin hier verantwortlich für unseren Facebook-Auftritt, für unseren YouTube-Channel und Instagram. Insbesondere arbeite ich viel an unserem Blog, schreibe Berichte selber und koordiniere die Berichte, die von Kollegen und Mitarbeitern geschrieben werden. Daneben kommt natürlich Hobby zum Beruf machen, ist eine feine Sache. Und wenn er zum Beispiel eine Enduro-Runde fährt, die tritt man halt die Berge berghoch, kommt halt oben total unter Puls an und will dann aber direkt die Ruhepause so kurz wie möglich halten, weil halt der Fokus auf bergab liegt. Und bergab ist dann halt die Mischung aus Fahrspaß und hier und da einer Nahtoderfahrung. Das finde ich halt, das ist das, was Biken ausmacht. Fährt man halt einfach, hat eine gute Zeit auf dem Rad zusammen. Man muss nicht immer die ganze Zeit labern und rubbeln. Man kann halt auch einfach nur zusammen Rad fahren und einfach nur die Zeit genießen. Man fährt doch einfach hier oben. Das Besondere bei Bike Components ist, dass wir uns hier inhaltlich und gestalterisch mehr oder weniger völlig austoben können. Sprich, wenn wir hier im Marketing Sachen besprechen, die wir ändern müssen, die wir angehen müssen, die wir optimieren müssen, sei es Homepage, sei es Newsletter, sei es sonst irgendwas, und wir das im Team als sinnvoll erachten, dann können wir das auch umsetzen. Wenn man über inhaltliche Themen oder über Marketingkampagnen spricht, man spricht halt immer über Bikeparts, hinter denen wir auch stehen. Und das kollegiale und kumpelhafte Verhältnis, was wir untereinander pflegen. Jeder kann sich hier persönlich entfalten und auch seine Persönlichkeit mit einbringen, was ich halt sehr, sehr wichtig finde für die bunte Mischung in den Teams und auch für Bike Components. Das Wetter ist halt der Burner. Hammer, oder? Geil. Das war unser Trip, 4 Tage in den Finchgau. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, einen weiteren Spot gefunden in den Alpen, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich freue mich schon auf die Trail Trophy, wenn wir wieder hin können.